willkommen, liebes Brunnenuniversum, zum Vlog Nummer 25. Heute ist der 5. April 2022 und heute geht's mal wieder auf die Isarbowling München. Allerdings nicht alleine, denn es gibt heute ein Duell gegen den guten alten Hausel. Tatsächlich. Das gab's noch nie. Allerdings, letzten Sonntag war ich auf der Hollywood Super Bowling ohne Kamera, da war auch der Hausel zugegen. Da hat er richtig gut gespielt und deswegen gibt's das Duell heute auf der Isarbowling München. Ich wollte euch nur so schnell zeigen, welche Bälle heute mit von der Partie sind. Pitch Black, selbstverständlich, UC2, Hyper Self-Used, Rubicon UC3, Accent Pearl und der Rubicon. Genau, heute muss ich allerdings, bevor es zur Isarbowling geht, nochmal zum Orthopäden fahren und dann noch zum MRT nach Gribbelfing. Ich werde euch heute nicht so richtig begleiten, sondern wir sehen uns dann erst wieder, wenn wir auf der Isarbowling München sind. Also bis gleich und viel Spaß mit dem Video. Aber ich muss ja warten, jetzt. So, erstmal Training, Pause. War richtig schlecht, der Wurf, das war der erste Wurf. Ja, bin. Heute ist es endlich soweit, keine Maskenpflicht mehr, beziehungsweise schon seit letzten Sonntag. Wir haben ja heute den 5.4.2020. Also seit 3 Tagen? 3 Tagen. Sonntag, Tag, Montag, ja. Dienstag, ja. Ja, der ist abgehauen. Ja, erste Trainingswürfe natürlich. Heute geht's gegen Hausel. Ja. Am Sonntag haben wir schon gegeneinander gespielt auf der Hollywood Bowl. Da war er echt gut drauf. Ja, da war er super, ja. Hat er mir getextet, ja. Bei mir dauert es, wie gesagt, mal ein bisschen. Ja. Der Anlauf ist jetzt halt sehr gut geworden. Den mal dreimal gefragt hat, wischen. Bitte mit der Zunge nochmal rüber lecken. Jetzt knallt er aber die Bälle ganz schön runter. Normalerweise müsste er geradeaus durchgehen. Ja, was ist denn bei dir schon normal? Stimmt, voll lange Trainingszeit, über 8 Minuten. Aber noch 6,5 Minuten. Kommenden Sonntag ist wieder Liga hier. Schauen wir mal, ob mit Pitchback geworfen. Was? Und ich habe beim letzten Mal nur mit Pitchback geworfen in der Liga. Hauptsächlich, sag ich. Ja. Müssen wir schauen, ob gefilmt wird oder nicht. Tja, ich habe schon 2. Das steht noch in den Sternen. Gefilmt wird diesen Sonntag oder nicht? Ja. Hat die Kamerafrau Lust, am Sonntag früh aufzustehen? Wir wissen es noch nicht. Aber es ist nicht schlimm, aber. Hör mal diesen blöden Reizhusten. Nee, ich höre schon die ganze Zeit. Kann ja ein bisschen anspucken. Ja, genau. Als Glück. So, welche Bälle habe ich heute dabei? Rubicon haben wir gesehen. Rubicon UC2 ist dabei. UC3, Action Pearl und Pitch Black. Vergessen, Hyper Self-Use. Ja, das reicht ja jetzt vom was denn? Training, oder? Nee. Du noch nicht. Nee, ich wollte die anderen Bälle noch kaufen. Ich glaube, wieder wegziehen. Ja, ist echt nach links abgezogen. Schauen wir mal. Mir gefällt sie besser. Aber ich mag sie nicht. Wir wechseln eh gleich die Bahnen. Ja. Ich
war der beste Wurf mit dem Hyper-Surf, würde ich sagen. Mhm. Schauen wir mal. Dann wechseln wir jetzt nach dem Wurf. Wechsel mal. Trinken. Ja, halber Zell nochmal und dann sehen wir uns ja später wieder. Ja, 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 ja. So, jetzt noch. Im zweiten Spiel oder dritten Spiel erst wieder. Bis gleich. Er ist der Linkshänder. Ja, ja. Und den Haller wieder. Letztes Mal die 4, 6, 7 hast du. Ja, ja. Aber letztes Mal hast du den richtig gut bereit. Weißt du noch? So, das erste Spiel 188 zu 151. Also nicht berauschen, aber geht's morgen. Ja. Jetzt fängt Hausel an. Vielleicht ein bisschen näher hin. Ja, bin schon dabei. Geh schon hin. Bahn 10, weiter mit Hypers of Youth und auf der 9 mit UC2. War ein guter Wurf, definitiv. Also heute habe ich mehr Probleme mit meinem 10er Pin, weil der Pitchback, der zieht heute ziemlich nach links. Ich muss am Sonntag vielleicht auch wieder den Serum mitnehmen. Mhm. Den hatte ich auch auf der Hollywood Pulling da. Ist wieder in den Schrammel reingekommen, ist auch nicht so schlimm. Oh, den hat er. Den macht er souverän heute. Schön. Ich glaube, ich wechsle vielleicht doch wieder aus einem anderen Ball, anstatt den Hyper Selfies. Mir war ich nicht so. Die ersten Würfe waren gut, danach nicht mehr. Oh, 15er Split. Ich glaube, dass es schafft. Nee, nee, von links so geht er leicht nach rechts und erwischt den Fünfer. Nee, doch, hat er. Schön, hey. Habe ich doch gesagt. Super. Habe ich nicht gesehen? Doch, hat er. Ich dachte, er wäre zu weit links. Nein. Ja, kannst mal sehen. Ich kann das nicht einschätzen. Super. Das heißt, die Scheiße, die ich habe. Wow. Ja, aber ist doch scheißegal, das ist schlecht. Ja, das ist hingekommen. Adios. Schön. Endlich mal ein guter. Adios. Einfach selber weg. Sieht noch ein Strike aus. Ich war sogar Brooklyn gegangen. Aha. Und Hassan? Nee, ist weg. Aber knapp, oder? Knapp schon, aber den muss er dann nicht treffen. Die schwierigen machst du, gell? Die einfachen. Auch bitte auf den Schiff. Jetzt wieder ganz schief. Na, ja, hat er wieder. Den macht er echt gut. Schauen wir mal. Der einfache.
aber da wollte ich auch nicht haben. Wollte ich ihn auch nicht hinhaben. Ja, aber abgeräumt. Richtig. Nee. Schade. Ich hoffe es. Wenn es nicht immer ganz gerade ist, dann ist es ja, aber so schief wie ich. Ja, das war schon heftig. Das war auf der Dream Bowl. An der Linse steht was. Oh, schön. Ja. Gerade abgeräumt. Ich muss mal rüber. Das ist jetzt mal spielen. Meinst du mehr KMH oder was? Was? Meinst du mehr KMH? KMH? Ja, schaut auch besser aus. Das ist echt ein Problem. Wieder. Jetzt 5-7. Also, das geht schon wirklich. Das ist wieder der Fünfer dann. Fünfer ist wieder. Oh, ein bisschen. Schade. Etwas hat gefehlt. Aber der Versuch war gut. Nee. Später bleibe ich dann mal auf dem Pitchfleck. Ich komme mich da drauf, das ist schon besser. Ah, ist rechts weg. Schade. Die sind aber gefallen. Komm mal, dann versuche ich nochmal den USB 3 auch auf der Bank. Jetzt habe ich 210 Schritt auf 3. Mhm. Ich bin über eine Stunde um nach 3 Spielen. Und natürlich ist dritte wieder nicht gefilmt. Ja, aber wir dachten nochmal so. Zweite und dann ist dritte. Ich habe mein Spiel auch geändert. Oh, schöner Ball. Schön. Schade, kein Mixer Scratch. Hätte aber beinahe. Der Zehner hätte umfallen können. Nein. Ja. Ich hab's schon gesehen, leider. Leider nicht mitbekommen. Der 9, wie gesagt, hat er viel mehr Scratch gemacht. Das könnte ein guter werden, aber nein, der Baby Split bleibt stehen. 2-7. Man weiß es nicht, aber ich glaube, den hat er. Schön, klasse. Ja, toll. Na,
rein. Deswegen ist er noch nicht gezogen. So, die Haltung war nicht gut. Trotzdem bei dem UFC Free. Yay, yeah, Messenger! Ja, ich sag mal zu dir auch, aber dann du gleich wieder, nein, das war scheiße. Nein, so muss sein. Die Haltung war echt nicht gut. Ah, toll. Das da wollen wir gar nichts machen, verstehe ich. Da bin ich gezittert. Innerhalb der Karte ran. Ja, nee, ist auch schwierig. Kamera ist auf ihn gerichtet. Ja, schon klar. Wieder Brooklyn. Come on, 8-Pin. Von I für ihn ist dann Brooklyn, wenn es von der rechten Seite einhaut, gell? Das ist ganz klar. Oh, den hat er souverän. Den ganzen Sechsen, nicht nur den Rest.
Bis später, sag ich. 179, ja. Genau. Tiffi. Tiffi. Jumbo. Oh, Potiti. Ja, das war ein anderer Ball jetzt. Sprecher gerade. Ja, aber wenn ich dann etwas weiter rechts gehe. Das, ja, so, 151 hat er bevor. Ja, ja, darf ich mal bitte reden. So, Fußball haben wir jetzt abgeführt. Das letzte war 184 zu 151. Jetzt bin ich bei 1020 plus. Also knapp über die 200er Marke. Und 813 auf 5. Ja. Du warst ja nicht da. Ich dachte, das dauert mal, ehe du nach vorne kommst und sagst, was hier bei der Stand ist. Das ist der... Maxia Pearl. Brooklyn. Die sind zur gleichen Zeit umgefallen wieder. Eine Schlupfhelfin.
Ja, können, aber. Ich hab sie ganz böse umgeschaut. Hey. Ich bin vor lauter Angst umgefallen. Come on, strike it. Mein Gott. Das ist ja furchtbar. Zu viel Blutverlust. Wahnsinn. Wie meine, Nicole. Sobald du probierst, direkt von hier, geht's los. Er ist unten aus dem Stuhl gesprungen. Ja, ich hab gesehen, wie er runtergehüpft ist. Ich hab erst gedacht, das ist zu dir. Ja, hat er. Ja? Schön. Gut. So. Der Herr Schmidt ist am Zug. Oh Gott. Ja, es sieht kläglich aus, dieses Spiel. Also ich würde gerne fragen, wie er eigentlich ordentlich spielen kann. Im Moment will er bloß zeigen, wie er nicht ordentlich spielen kann. Das fängt ja schon wieder. Na gut, wenigstens die 70er. Ja, ich kann noch 200 machen. Ja, dann mach bitte. Progress 1, Strike auf jeden Fall noch. Ja, bitte. Super. 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 Ich hab's gerade noch mal gerettet. Hammer. Aber echt, schaut es euch an, es ging nicht so, aber ja, es nochmal geschafft, super. Jetzt schauen wir mal, wie der Hause macht. Gut, kein Split, schon mal gut. Guck mal, das sind ordentliche Gegner, das ist ja zu einfach. Ja. So. Ja, das müssen wir schaffen jetzt. Von mir. 7 Pins. Oh, wenigstens mal ein besseres Video drauf von beiden. Ja, hat er schon gewonnen. Ein super Strike. Schaut es euch an. Mensch, endlich mal gegen Erwin eingewonnen. 207. 203. Zu 203. Ja, ich bin noch im 200er Bereich. Da sind sie, die beiden. Jetzt hab ich, ja. Wetter 203,8 und Hauke. Ich will jetzt überhaupt spielen. 170, solide 170. So. Ich würde sagen, wir sehen uns später zum Ergebnis wieder. Ja. Genau. Du bist immer noch auf 10. Letztes Spiel? Jo. Ja? Das ist 10. jetzt. 10. Ja. 197,8 und Hausel kann wieder gewinnen. Du. Aber du hast 1978 ja, und er 16. Ja, das Spiel kann er gewinnen. Ja, macht doch nichts. Ist ja okay. Du hast einen Dreifachen. Manchmal musst du auch ein bisschen was, gell? Und? Kriegt er nochmal einen Strike hin? Ja. Tatsächlich. Er hat nochmal. Frau Berger. Er hat 98. Ja. Ja, klar. Ja, er hat 198 und du hast nur 190. Mit dem Split in. Ja, klar, aber. Trotzdem 4 Strikes ab nach dem Split. Nee, Brooklyn vielleicht. Ah ja, trotzdem, gutes Spiel. 207 wieder. Ja, 207, ja. Ich hab mal gerne noch mal eine 10 gewinnen. 207. Trotzdem, gutes Spiel. Aber ja. 190 nur, aber bei. Ja. Ja. Passt doch. Ja. Naja, ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis irgendwann, ja. Kann man mal. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Gleich Sonntag. Zur Liga. Ja, habe ich schon gesagt. Schauen wir mal, ob die Kamerafrau wach ist und Lust hat. Eher nicht. Na gut. Das war's dann vom Vlog. Keine Ahnung. 25 Grad.